MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen zurück heute auf der Karte Tettau. Und herzlich willkommen ja zur allerersten OMSI 2 Challenge. Mein Zuschauer, der Leon, der hatte eine ganz tolle Idee. Der hat kommentiert unter einer der letzten Videos. Ich soll doch mal etwas machen, und zwar soll ich mal mit 5 bis 9 Minuten Verspätung losfahren und gucken, ob ich die aufgeholt kriege auf einer Überlandkarte, hat er gesagt. Und ich fand die Idee eigentlich ganz nice und habe mir gedacht, das machen wir heute einfach mal. Wir stehen hier an der Haltestelle Sonneberg Dorfteich. Fahrplan ist da. Und fahren Richtung Tettau Festhalle. Festhalle, ja. Mal gucken. Ich werde gleich irgendwie so 7 Minuten Verspätung oder so einstellen an der an der Starthaltestelle vorne. Wir fahren mit einem MAN NÜ263. Gemoddet von meinem Zuschauer André Let's Plays. Diesen Bus habe ich euch schon ganz oft gezeigt. Ihr habt übrigens, oh, der Traktor, ja. Klingt halt ein bisschen komisch. Wir fahren deshalb mit diesem Bus, weil hier dieser coole Touchdrucker drin ist. Mit dem kann man nämlich das hier schildern. Oder? Ach, doch nicht. 0, 0. Ach, doch, Mann, Schaden. Früher konnte man hier das Ganze irgendwie sechsstellig machen. Dann kann man das wohl doch nicht mehr. Schade. Ich kann es doch nochmal eingeben. Warte mal. 3, 4, 3, 0. Ne, okay, dann müssen wir es doch über das Hartz-IV-Menü machen. Schade. Also, ich hatte mal diesen Touchdrucker, da ging das. Da konnte man sechsstellig das eingeben. Ist immer ein bisschen schade. Ich meine, Ansagen gibt es sowieso nicht, deswegen können wir auch drauf scheißen. Vorratsdruck bauen wir erstmal auf. Bisschen laut. So, das Erste, was wir machen... Motor, 360 PS natürlich, ja. Mal sehen, wenn ich das heute schaffen sollte, können wir natürlich auch mal mit einem Bus fahren, der weniger PS hat oder auch mal mehr Verspätung einstellen, je nachdem, mal gucken. Ich habe selber auch noch nicht ausprobiert, wir gucken einfach mal, wie das läuft heute. Das heißt, mein Fahrstil wird heute auch etwas anders sein als sonst, wir werden ordentlich Gas geben. Aber trotzdem versuche ich, das so hinzubekommen, dass die Fahrgäste nicht meckern. Mal sehen. Sollten die doch meckern, muss ich dann mein Fahrstil etwas regulieren. 13.05 Uhr geht's los. Warte mal, so. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ach so, warte. D-Mark ist da. Bitteschön. Ja, hier sind die dumme Stimmen noch drin vom Juli an damals. Ja, so, dann warte ich noch kurz die 8 Sekunden. Oder müssen wir eigentlich auch nicht. Wir können jetzt einfach mal eingeben. 5 nach sollen wir abfahren. Das heißt, ich stelle 12 und 0 ein. Zack, 7 Minuten Verspätung. Die Tür geht zu und wir fahren los. Ich meine, vielleicht haben wir am Ende auch mehr Verspätung als jetzt. Sprich, mehr als 7 Minuten. Mal gucken. Also, Tempolimit werden wir heute nicht immer einhalten. Sage ich euch gleich so, wie es ist. Mal sehen. Bin sehr gespannt. Ich fand die Idee echt cool. Ja, dieses Stimmset hatte noch ein paar Fehler drin. Ich habe jetzt die Personen, die keine Sprachdatei hatten, habe ich durch die alten Berliner wieder ersetzt. Aber alle Dorme-Stimmen sind noch mit dabei. Tante Marianne und so weiter und so fort.
Bin mal sehr gespannt, wie lange die Folge heute gehen wird. Weil normalerweise geht die Tour ja über 30 Minuten. Vielleicht geht die Folge heute ja unter 30 Minuten. Mal sehen. So, jetzt haben wir 5,9. Das heißt, eine Minute haben wir schon mal aufgeholt. So, also habt ihr gehört. Haben sie schon mal gemeckert. Das heißt, ich sollte vielleicht auch nicht so schnell fahren. Ja, dann gibt's noch kurz was von mir zu sagen. Und zwar, die letzte Folge hatte mal wieder das Problem, dass Ingame-Sound und Bild asynchron waren. So, und ich habe bisher immer gesagt, ja, das liegt an meinem Aufnahmeprogramm und so weiter und so fort. War schon kurz davor, das zu deinstallieren und mir ein neues zu suchen. Nun habe ich aber tatsächlich mal mir die Rohdatei eingeguckt von der Aufnahme. Und zwar war dann noch alles in Ordnung. Ja, das ist das Interessante. Das heißt, es liegt irgendwie an meinem Schnittprogramm, an Sony Vegas. Keine Ahnung warum. Mal sehen. Also das muss ich jetzt in Zukunft mal beachten. Mir die Folgen vielleicht auch nochmal angucken, bevor ich sie hochlade. Es war scheiße, aber naja. So, warum haben wir jetzt wieder 6,8 Minuten? Verstehe ich gar nicht. Wir sollten auch aufpassen, dass die Kühlwassertemperatur nicht zu heiß wird. Kann bei so einem Fahrstil auch gerne mal passieren. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt einer stand. Mal gucken. Kann ich nicht sehen. Jo, der fette Manfred, der steht da wieder. So, gib Gas, Manfred. Hallo. Hallo. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Das war jetzt ein bisschen viel gewesen, wa? Danke. Bitte. Ja, scheiße, D-Mark hier. Muss ich erstmal drauf klarkommen. Jetzt plötzlich nur 3,2. Okay. Also Tettau auch ewig nicht gefahren, aber ich dachte mir so, Überlandkarte, jo. Nimmst du mal Tettau. Meiner Meinung nach einer der besten Überlandkarten. Würde ich jetzt hier eine Tour auswählen, die eine Stunde geht, wäre das ein bisschen zu einfach. Ich habe mich jetzt hier für eine halbe Stunde entschieden. Das heißt also, diese 7 Minuten innerhalb von einer halben Stunde aufzuholen. Wenn man 16 Minuten Zeit hat, ist es natürlich einfacher, ne? Repaint habe ich hier irgendwie DB Rheinland-Bus genommen. Genau. Dachte mir, ja, also es gibt ja kein offizielles Zettel Repaint. Dachte mir, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ah, Manfred, Alter. Hätte dein Maul da hinten. Oh, nach Coburg. Krass, Alter. Marlon sei gegrüßt an dieser Stelle. Also hier kann ich nicht viel schneller durchfahren. Ist einfach viel zu eng. Oh ja, 93, der Bus zieht, ey. Sehr gut. Ja, ausgelöst wurde es, glaube ich, dadurch, dass ich gesagt habe, oder einen Kommentar wiedergegeben habe im Let's Play, wo gesagt wurde, yo, ich fahre immer so sehr pünktlich und so, ne? Ich fahre ja immer pünktlich los, komme auch pünktlich an. Heute ist das mal ein bisschen anders. Aber wenn du halt hier ganz normal fährst, dann bist du auch die 7 Minuten
nicht ansatzweise aufgeholt bekommen. Ich weiß leider auch nicht mehr, ob Tetau jetzt einhaltbare Fahrpläne hatte oder ob die schwierig einzuhalten waren. Keine Ahnung. Dass da manchmal ein bisschen mehr Verspätung steht, manchmal ein bisschen weniger, liegt halt auch daran, dass in OMSI 2 das an der Luftlinie gemessen wird. Also Ziel, sage ich nochmal ganz klar, Ziel ist, dass am Ende in meiner Fahrplanabrechnung an der letzten Haltestelle steht, okay. Ne, also nicht zu früh, nicht zu spät, sondern okay, wie es eigentlich immer ist. Also wenn euch das Format gefällt, dann dürft ihr das ja, gerne zeigen mit einem Like oder einem positiven Kommentar. Dann gibt es mehr davon. Muss ich mir noch ein paar andere Challenges überlegen. Falls ihr weitere Ideen habt für andere Challenges, schreibt sie gerne in die Kommentare. So, 4 Minuten Verspätung. Das heißt, 3 habe ich schon mal rausgeholt. Tag. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Jo, machen wir. Danke. Bitte. Boah. War mein Lenkrad? Hallo. Hallo. Guten Tag. Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Jo. Dankeschön. Bitte. Also ungewohnter Fahrstil, Leute, hier auf dem Kanal. Jetzt steht der 1,3, aber wie gesagt, das wird per Luftlinie gemessen. Das stimmt also nicht so ganz, was da steht. Manfred, ich würde mich ja nicht hinstellen, ne? Bei diesem Fahrstil. Eigentlich dürfte ich auch nur 60 km/h fahren, ne? Ich denke, das ist bekannt. Wenn ich stehende Fahrgäste im Bus habe. So. Nee, okay, 43 Sekunden steht da rum. Das ist immer ein bisschen komisch in den Fahrplänen. Da steht 13 Uhr 22 und 43 Sekunden. Da sollen wir da sein. Sonst hätte ich gesagt, jetzt sollen wir an der Haltestelle sein. So, 98, 99. Komm, 100 schaffen wir. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. 100, jawohl. Und so fahren wir jetzt den Berg hoch.
Das wird uns natürlich auch wieder ein bisschen Zeit kosten. Würde ich den Berg runterfahren, hätten wir natürlich wieder ein bisschen Zeit gewinnen gehabt. Naja. Ich bremse manchmal wirklich ein bisschen stärker ab, damit die Passagiere hier nicht meckern, ne? Na gut, jetzt geht's hier bergauf. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, ne? Aber ich hoffe, das versaut uns nicht die Bilanz. Wir müssen halt immer an den... Jetzt steht wieder 1,7. Also das ist ganz komisch hier in Omsi. Wir müssen dann immer an den Haltestellen jeweils gucken. Das kann uns nur entsprechend die Echtzeitdaten geben, wie spät wir sind. Oh, ich sehe die nächste Haltestelle. Und wir sind nur 1,3 zu spät. Perfekt. Fast wieder im Zeitplan. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Bitte. Ja, Dom hat die Verbindung wieder rausgesucht. Nach Venlo. So, der Kollege. Nach Sonneberg. Einen Einzelfahrschein. Sag mal, könnt ihr euch die nicht im Vorverkauf holen oder hier mal eine Monatskarte lösen? Danke. Bitte. Solange sie nicht aussteigen wollen, ist noch alles gut. So, ich glaube, Fahrplan, ja, können wir während der Fahrt leider nicht einsehen. Auch ein Kritikpunkt, ganz klar, hier an dem Bus. So, der ein oder andere von euch würde mich jetzt sicherlich wieder fragen, jo, was ist denn jetzt hier mit C2 Schaps von mir oder so, Leute, keine Ahnung. Ich tapp da genauso im Dunkeln wie ihr. Kann auch nur das, oder könnte nur das wiedergeben, was auf Facebook dazu stand. Aber das war halt auch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Deswegen sage ich mal nichts dazu. Wir warten einfach noch weiter. Wir warten ja seit einem Jahr. Da lässt mich das mittlerweile kalt. Also das ist ja fast schon Gewohnheitssache. Stattdessen fahren wir mit unserem alten MAN-Bus über die Dörfer hier in Oberfranken. So, Manfred, willst du mit? Nee. Besser ist auch für dich. So, 0,5, fast wieder im Zeitplan. Das ging dann doch relativ zügig, muss ich sagen. Lag natürlich auch am Bus, ganz klar, ne? Weil der kann 100 km/h sogar fahren, haben wir gesehen. Jetzt muss ich nicht ganz so auf die Tube drücken. Vielleicht kriegen wir das jetzt auch so hin. Ich meine, da oben steht jetzt 0,2. An der Haltestelle stand 0,5. Wenn wir uns jetzt mal wirklich auch an die Tempolimits halten,
Mal gucken. Das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt trotzdem nicht, dass wir jetzt trödeln. Ah ja, jetzt kommt natürlich auch dazu, dass Leute wieder aussteigen wollen. Hatten wir bisher nicht. Aber 30 ist schon mies, ey. Aber wir sind gut im Zeitplan. So, Manfred, komm rein. Guten Tag. Tag. So, und 80. Das heißt, wir halten uns jetzt auch wieder an die 80. Oh, 80 Euro, ne? Ich fange da mal mit 80 Euro an. So, hier die Kühe. Ah ja, schöne Karte. Muss man jedes Mal aufs Neue sagen. Gefällt mir wirklich immer wieder gut. Die Linien sind halt relativ lang. Weshalb ich die Karte nicht also andauernd fahre, sondern relativ selten. Manfred, ich fahre nicht mal 50. Und ich finde halt, eine Stunde über Land ist mir dann doch ein bisschen too much. Muss ich auch nicht haben. Fahre ich lieber mal eine Stunde Hamburg oder so, ne? Aber das ist auch wieder so eine richtig beschissene Stelle hier. Ach, dieser Wendekreis. Auch Leute mit dem MAN. Ja, das war wieder klar. MAN-Wendekreis ist scheiße. Liegt daran, ich bin hier vor der Aufnahme so ein paar Stunden C2 gefahren. Der hat natürlich einen ganz anderen Wendekreis, ne? Das habe ich jetzt hier nicht beachtet. So, wollt ihr mit? Ja, ich glaube, ja, die Olle will mit. Moin, Domme. Schlank bist du geworden, Mensch. Na, danke. Achso, warte mal, was stand da? Dritte Ausfahrt. Ach ja, jetzt sind wir schon an der Festhalle, genau. Fahren aber noch einen kleinen Umweg. Und jetzt haben wir das erste Mal dort oben ein Minus stehen. Ihr seht das hier an meiner roten Leiste.
Das Gute ist natürlich auch, dass wir relativ wenig KI-Verkehr, sprich auch Gegenverkehr haben. Dadurch habe ich auch eine Menge Platz, ja. Man könnte das Ganze auch mal mit Straßenbahn probieren. Aber das wird schwierig, glaube ich. Das wird richtig schwierig. Zum Beispiel auf Rota. Also da kann ich mir es kaum vorstellen, dass es möglich ist, da 5 Minuten oder mehr sogar an Verspätung halt wieder rauszufahren. Weil du kannst halt auch zum Beispiel mit der KT4D nicht viel schneller fahren als 60. Oh, nicht 30. Ach komm. Sind doch Ferien, Leute. Da frage ich mich auch mal so. Ja, 30 wegen Schule, aber sind Ferien. Trotzdem 30. Weil manche Schüler vermissen die Schule so, dass sie auch in Ferien dahin gehen. Mhm. So, komm drin hier. Ja, komm. Oh. Hallo. Bitte. Hallo. 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 Das hat uns wieder ein bisschen Zeit gekostet eben. So, Sonnenhof. Das heißt, wir sind bald da. So gut kenne ich Tattoo dann auch noch, dass ich weiß, diese Haltestelle ist nicht weit weg von der Festhalle. Ja, die Huckelpiste hier. So, links zum Betriebshof, genau. Ich muss sagen, die sind ganz schön meckeranfällig hier. Also viel langsamer würde ich hier normalerweise auch nicht langfahren, wenn ich jetzt normal fahren würde. So, hier kann man meistens durchfahren. Nicht Seitstelle, müsste dann fast schon die Festhalle sein. Ja, genau. Geben wir nochmal ein bisschen Gas. Damit wir die 06 auch noch rausgefahren kriegen hier. Ich bin echt gespannt auf die Videolänge. Also, wenn es unter 32 Minuten ist, dann feiere ich mich echt. Also 32 Minuten soll die Linie ja eigentlich gehen. Oh ja, da ist mal Gegenverkehr. Genau, da muss man ein bisschen aufpassen. Gerade wenn er zu selten ist. Das ist ein Zonen-Porsche hier. So, dann sind wir da. Da oben steht leider nicht die richtige Ankunftszeit. Das ist dann die Zeit, wo wir dann wieder abfahren sollen. Aber ich denke mal, entweder 37 oder 38 da sein. Wahrscheinlich irgendwie so ein Zwischending. Aber auf jeden Fall haben wir unser Ziel erreicht. Ja, das ist also das Challenge-Ziel. Haben wir geschafft. Leider waren ein paar Mecker, ein bisschen Gemecker war da drin, aber du... Das muss man manchmal auch in Kauf nehmen, denn hier nur an 3 Haltestellen, an den ersten 3 waren wir halt wirklich zu spät. 6 Minuten, 4 Minuten, 4 Minuten, dann ging es halt wirklich,
Also hier haben wir wirklich Zeit gut gemacht, muss man sagen. Naja. So. Wobei bei den 7 Minuten, dann hätte man halt nur 20 Minuten Pause, mein Gott. Ja, das soll es gewesen sein hier mit unserem 360 PS Bus. Ich hoffe, dass euch das Format gefallen hat. Wie gesagt, lasst es mich gern wissen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder dann bei einem regulären Let's Play. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's euch gut, haut rein. Ciao, ciao.